das Individuum, das sich auflösen will, tot sein wird, werden die Bestandteile, aus denen es zusammengesetzt ist, auch weiterhin ihren Platz im Weltenraum haben und werden der großen Maschine ebenso nützlich sein wie vorher, als sie noch besagtes Wesen bildeten. Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber, und ganz besonders herzlich willkommen, liebe Mitglieder der Marien-Dora-Gruppe auf Facebook. Ich sitze heute hier mit Karin Sabahedin. Genau. Ja, und er ist halt bekannter Darsteller in dem Film Melancholie der Engel von Marien-Dora. Und an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, dass du dich für das Interview für uns so, kein Thema. Gerne. So schnell bereit erklärt hast. Ja, wir schon direkt mal anfangen. Yeah. Du spielst in Melancholie der Engel, den Figur des Braut. Yeah. Und da würde mich mal interessieren, wie denn Marien-Dora überhaupt auf dich aufmerksam geworden ist. Oh, das war eine ganz komische Geschichte. Und zwar habe ich eine Freundin, die Marion, und die hat so mehrere Independent-Filme gemacht. Und ist eine Bekannte vom Dora, Marion. Marion Dora. Genau. Und dann hat er mich angeschrieben. Und ja, so sind wir dann halt ins Gespräch gekommen und dann hat er mich dann gebucht. Ja, und was wurde dir gesagt, welche Rolle du genau spielen solltest? Ja, wie gesagt, ja, also so richtig habe ich kein Drehbuch bekommen oder sonst etwas. Das war mehr so Anweisungen Szene für Szene. Ja. Du wusstest aber schon, dass es ein Independent-Film ist und auch... Ja, aber ich hatte keine Ahnung. Ich hatte null Ahnung. Ich bin dann angekommen und dachte, oh Gott, wo bin ich jetzt hier? Okay. Vor allen Dingen, ich hatte noch ein Mädchen mitgenommen, weil er brauchte noch ein Mädchen. Und da habe ich die Caroline mitgenommen. Und die meinte auch, Karin, wo hast du dich Das heißt, die Stimmung am Set war angespannt? Am Anfang war Scheißstimmung. Weil ich musste mir die ganze Zeit die Klagerei von der Caroline anhören und war scheiße. So der Dreh an sich, wir waren in so einem Dorf bei Stuttgart. Wollte ich mal fragen, Stuttgart war das, ja. Und da hat es die ganze Zeit nach Gülle gestunken. Das war so ein alter Bauernhof, ne? Nee, das war so eine Pension, aber die hatten geile Schnitzel. Ich habe eine Schnitzel gegessen. Geile Schnitzel, ja. Cool. Und, ja, da hast du halt da rumgehangen in dem Dorf, da war ja nichts, da war gar nichts, tote Hose. Du konntest da ein bisschen hier wandern gehen, aber wie gesagt, die Gülle hat einen umgebracht. Ja. Und Marien-Dora hat den Dreh selber beschrieben als eine Zeit, die er gerne aus seiner Erinnerung löschen würde. Ja, weil der Dreh wohl, ich zitiere, das war eine Gewaltorgie, hat er gesagt. Was meint ihr damit? Ja, weil alles schief ging, was schief gehen konnte. Alles ging schief. Viele Sachen sind nicht eingetroffen, manche, die sollten kommen und sind nicht gekommen. Schauspieler. Und, ja. Und natürlich dann haben wir auch halt immer die Probleme. Ne? Mussten ja die ganzen Insekten und das und das und alles anschaffen. Dann hatten wir ja noch diesen anderen Schauspieler, dieser Italiener. Das war der, wie heißt das, war der Django. Kennst du noch die alten Django-Filme? Nein, bitte nicht. Ja, das war der. Ach, doch, natürlich. Hier, die Silvester. Ja, richtig, die richtig. Silvester. Wie hieß er jetzt? Peter Martell. Genau, der eigentlich hier die Rolle des Terence Hill haben sollte, ne? Okay. Aber da irgendwie ist da was nicht richtig gelaufen und dann haben sie dann Terence Hill genommen, ne? Für hier, Bud Spencer und das. Ja, und mein Kollege Engel hat er ja die Rolle des. Heinrich gespielt. Ja, ganz düster. Komischer Todeskünstler. Ja, ja. War eine ziemlich interessante Szene, wie er dann halt in den Film halt an die Tür klopft. Ja. Hat er so einen Koffer dabei, da sind dann Schnecken drin, lebende Schnecken, das hast du auch wahrscheinlich gesehen. Ja, kannst du da was zu sagen? Dass das, also, wie gesagt, ich habe den Dreh auch nicht so richtig verstanden. Wir waren in einem, der Drehort war so total runtergekommen zu Hause. Also da konnte man nicht mehr wohnen. Ja. Da waren halt noch die alten Zimmer, da war noch möbliert, aber alles halt dreckig. Als wenn du jetzt in einem leerstehenden Haus laufst. Ja, kommen wir schon. Also die Stimmung von dem Film hat mir sehr gut gefallen. Du hast ihn ja leider noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen. Ja. Ich kann jetzt zu gucken. Kannst du kommen. Gut. Noch habe ich aber verbrannt. Kennst du die Szene da am Feuer?
wo ich da habe ich dich ganz genau beobachtet. Ja, und ich habe mich umgeschmissen, richtig Freude gehabt daran. Ne? Ja, ja, weil war schön warm. Ja. Kalt, ich bin rumgelaufen, dann irgendwann nach sehe ich meinen Bauchnabel. Da habe ich den Bauchnabel verbrannt. Da hat sich der Sohn voll die Blasen da gebrannt. Blut da reinbekommen, ne? Ja, und die voll diese. Kennst du diese Blasen, die dann konzentriert sind? Ja, Blasen, genau. Ja, in der Szene, da wurde ja der arme Heinrich verbrannt. Ja. Da würde mich mal interessieren, wie das mit der Leiche gemacht wurde. Also es war ja. Ja, okay, aber das war ja keine richtige Leiche. Nee, das ist richtig, aber eine Puppe in dem Sinne, ne? Ja, ja. Pass auf, das war ganz einfach, das Feuer, dahinter der Heinrich, ne? Stimmt, da sieht man, wie er hat noch den Bau Gedärme rauskommen. Genau, ja, die Gedärme, das war ja ein Tiergedärme. Ne? Gehe ich mal von aus. Vom Metzger. Hoffentlich, ne? Vom Metzger. Und da stand er dann da, so cut, ne? Dann haben sie dann die Puppe rein mit den Gedärmen und sind dann. Genau, so war das. Dann kommt diese verkohlte, die hat dann später ins Haus genommen, genau. Wo die Melanie noch um ihn getrauert hat. Ja. Die von, ja, war schon ziemlich krass Zwingenbein, oder? Wo man sich denkt, die Vergewaltigungsszene. Da wollte ich auch noch ansprechen. Die ist natürlich sehr krass im Film. Da würde mich interessieren, wie war das für dich, wenn man sowas vor der Kamera spielt? Oder war es ein Spielen für dich? Ich meine, du hast ja viel Erfahrung als Mann. Ja, ich meine, es war schon, ich sag mal, ich bin ja kein Vergewaltiger. Ne? Also, es war schon krass. Ne? Es war schon krass. Sie hat sich auch dementsprechend gewöhnt. Ich meine, wir haben das schon ziemlich authentisch rübergebracht, denke ich mal. Ne? Das war schon eine harte Szene. Ja. Und ich habe dann einfach, wir haben uns da so reingesteigert. Ne? Das war ja unfassbar, die Szene. Was war denn die Jahreszeit, als du das gedreht hast? Ja, das ist eine gute Frage. Das war, glaube ich, Ende des Sommers. Also von den Temperaturen ging es. Ja, ich meine, war schon kalt, aber dadurch, dass wir halt da uns da gefetzt haben, ne, ist das eigentlich ganz okay gewesen. Ist denn dabei auch so eine Art, dass da wirklich Aggressionen zwischen euch entstanden sind? Oder nö. Oder ist noch, dass das wirklich das Film, das wird jetzt gespielt? Ich muss aber zugeben, dass ich meine ganze, ich war ja total enttäuscht von dem Dreh, von der ganzen Situation, weil ich war noch nie bei einem Independent Film, das war mein erstes Mal. Und wenn du natürlich so siehst, wie da alles da irgendwie zusammengeschneidert wird, na, da wie so Requisiten, ja, genau, so wie so Stopfen, die du da rein machst. Ja, Weichelpuppen, Kopf abgerissen, ja. Bisschen verbrannt, ja. Skelett. Ja, ich meine, so habe ich ja nie gearbeitet. Ne? Weil normal, du kommst ans Set und dann heißt es, okay, da hast du eine Anweisung, kannst tun, was du willst und natürlich bist du dann beschäftigt. Ne? Ja. Aber da, saß du dann oben und wartest, bis sie da was gemacht haben. Und Frank hat eine Menge gemacht. Der hat ja nicht nur Regie geführt, der hat ja auch noch hier. Wie gesagt, die ganzen Schnitte gemacht, weil er ist ja Chirurg. Ne, der hat ja, Leben, ne? Ja, er hat ja auch die, wie hieß die nochmal, diese, nein, die Frau, die er dann geschnitten hat. Oberhalb der Brust. Sie heißt die Patricia Johann. Genau, Patricia Johann. Die musste ja dann auch weg. Dann mussten wir ja auch den Weg. Der Schnitt war echt? Ja, der echt, ja, doch. Die haben da gesessen und er hat da echt geschnitten, weil sie steht halt drauf, sich ab und zu mal zu schneiden. Und deswegen hat sie sich dazu bereit erklärt und er hat sie auch wirklich geschnitten. Also das war schon Skapelle aus seinem Krankenhaus. Ne? Er hat dann ein richtiges Skapelle mitgebracht. Und wie ist das mit Patricia Johann? Da gibt es auch, man sagt, dass sie doch Freude dabei empfand, als die ganzen kleinen Tiere zerquetscht worden sind. Ich glaube, du hast auch auf den Salamander getreten, meine ich. Ja, war okay, aber es waren keine. Weißt du, die waren nicht die jetzt lebende Tiere oder sonst was. Also das steht nämlich sehr oft in der Kritik dieser Film, wegen ganzen Tiersnacht. Es wurde auch ein Schwein geschlachtet, was wohl nicht ganz professionell gelaufen ist. Ja. Es wurde, wollte ich auch speziell nachfragen, die Katze. Es wurde eine Katze geköpft. War das eine echte Szene oder wird das nachgestellt? Nee, das wurde nachgestellt. Wir haben keine Katzen. Wir haben die ganzen Tiere, die sind da nicht irgendwie jetzt da gequält worden oder sonst was. Wir haben die Tiere geholt, also nicht ich. Ne? Die waren alle in Boxen hier von den Heuschrecken bis hin zu den Würmern und alles. Ne? Also da wurde nichts irgendwie jetzt da. Ja, aber die Katze, ich meine, die wurde wirklich hochgehoben und ging halt wirklich tot runter. Ne?
Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Wurde sie betäubt oder? Warte mal, wir hatten das immer, ich meine, es ist schon so lange her. Also, ich glaube, der hatte sie, glaube ich, betäubt oder sonst was. Auf jeden Fall, sie ist nicht umgebracht worden. Mhm. Ich war jetzt nicht bei der speziellen Szene dabei und ich kann mich noch erinnern, aber wie gesagt, wir hatten ja der Frank, der ist ein tierlieber Mann und der geht nicht hin und bringt irgendwie die Katzen auf. Also, ich denke mal, er hat ja irgendwie eine Betäubungsspritze gegeben, sodass sie dann einfach so hängt, ne, und das war's dann. Aber ich habe die Katze ja rumlaufen sehen, also das kann nicht sein. Es gibt nämlich die tollsten Diskussionen, auch schon Morddrohungen wegen dem Film an Marian Dorfer bekommen, ne? Ja. Das sind irgendwie so Tiers nachleben, natürlich. Aber wie gesagt, da kann ich mich für verwirren, ich war ja selber da. Sie haben nicht irgendwie Tiere gequält oder Tiere getötet. Und zur Arbeit mit Patricia Johann, ist sie so eine einfache Person oder ja, meine, was heißt ja einfache Person? Ich meine, wir hatten alle unsere Meinungsverschiedenheiten, das und das. Und natürlich halt auch durch den Dreh bedingt, ne, waren wir da so zusammengefärscht da und alles. Und ist ja logisch, dass das mal Streitereien gibt. Aber sie ist eigentlich eine ganz nette. Das Problem war halt, sie musste weg. Und dann natürlich sitzt du da rum und alles und das, bis dann wiederkommt. Ja, und das ist natürlich nicht schön. Wann kam die Psychologin ins Spiel? Das war eine Psychologin vor Ort. Ja. Was war ihre Rolle? Was musste sie. Da war diese Frau, die ich vergewaltigt habe, das Mädchen. Ja, Patricia. Die Dünne, ne? Genau. Ja, und du hast einmal das Mädchen im Rollstuhl, hast du ziemlich misshandelt. Ja, die. Ja, genau die. Die ist auch die nicht vergewaltigt haben. Nein. Ja. Das ist Patricia vergewaltigt. Das sind die beiden. Das ist das Mädchen mit den langen Haaren. Die Kleinen. Wen habe ich nicht vergewaltigt? Du hast Patricia vergewaltigt im Film. Wer ist nochmal Patricia? Patricia ist Patricia Johann. Die sich schneiden. Genau. Hat. Und das Mädchen im Rollstuhl, genau, das ist ja, die, ja, ja, Film mit, ja, Heinrich. Genau, das ist die Rollstuhl, wo ich da hier mit den Gedärmen und das alles da. Ja, genau, genau. Genau, die jetzt und am Schluss, das fand ich ziemlich hart, wenn du ihr den Tritt gibst, ja, wenn sie mit dem Rollstuhl umfällt. Ja. Das war so eine Szene, da hat sich alles zusammengezogen. Ne? Wieso? Ja, ich meine, so Gewalt gegen Behinderte. Ja, weil sie war ja nicht behindert. Also war es gar nicht so schlimm, wie es rüberkommt. Nee, absolut nicht. Absolut. Also immer, kannst du die Kamera einstellen und kannst du die Situation total ändern. Ne? Meine, das war absolut, aber die hatte auch, wir haben ja auch gesehen, dass wenn sie fällt, ne, dass sie nicht so fällt, dass sie sich verletzt oder sonst irgendwas. Ne? Meine, das hat uns ja auch, hat auch lange gedauert, das im Kasten zu haben. Ne? Ja, da muss ich sagen, hast du auch in meinen Augen sehr gut gespielt, du, ne? wo du dich über sie quasi aufgeregt hast. Ja. Was regst du dich hier so auf, ihr Behinderte, was ist deine Anspielung, oder? Packst sie ja dann durch an den Haaren, ziehst du sie, dieses arme behinderte Mädchen, durch den Raum, reißt ihr ihren künstlichen Darm aus. Also das war mit einer der härtesten Szenen, fand ich in dem Film. Und so merkst du ja. Aber ich weiß nicht, ich meine, ihr habt den Film nicht gesehen, aber für mich jetzt, als wir die Szene gedreht haben, war das gar nicht so hart. War das gar nicht so hart. Auch die Vergewaltigung an sich war auch nicht so hart. Ich meine, ich habe härtere Szenen gehabt beim Porno als jetzt bei Männern. Okay. Ja. Und es gibt noch viele weitere Gerüchte, dass eben die Tiers nach Patten schon. Dass aber auch während des Drehs viele Drogen konsumiert worden sind. Aber sieht manche Szenen, wo konsumiert wird? Ja, aber also keine richtigen Drogen. Ich meine, ich wäre froh gewesen, wenn ich meinen Joint hätte rauchen können. Ja. Ne? Aber gab ja nicht. Das ist auch nichts dran, dass ihr euch aufgrund der Schwierigkeiten mit Drogen aufrutschen musstet. Bitte was? Wie sollte man dann an Drogen rankommen? Das sind die Gerüchte. Ich bin von Budapest bin ich geflogen zum Flughafen nach Stuttgart. Marian hat mich abgeholt und dann sind wir da in die Walachei. Mhm. Also, wo hätte ich Drogen her? Gar nicht. Die einzige Droge, die da war, das war halt von Frank, ne? Aber er ist ja Chirurg, er ist Arzt und das galt halt, damit er da die Katze da betäubt. Ja. Aber Drogen überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Wir waren alle total nüchtern. Oh, vielleicht mal ein Bier, aber das war's. Okay. Ja. Dann nochmal zurück zu der Psychologin. Ja. Was ist ihre Aufgabe am Set? Es gab halt, weil halt auch diese Behinderte jetzt zum Beispiel, ne? Das halt einfach mit den Leuten reden, ne? Weil waren ja auch schon harte Szenen für die Frauen. Ne? Mhm.
Ja. Das ist ja nicht meine, wenn sich eine Frau der Vergewaltigt lässt, ne? Das ist ja auch schon eine Erfahrung. Ne? Okay. Und dann war halt Marion halt einfach, hat sich gesagt, pass mal auf, wir holen da die Frau mit ans Set und dann weißt du, dass sie da während mit Pausen da mit denen spricht und halt, dass sie das hier verarbeiten. Okay. Weil ich meine, ich hatte nicht mit ihr gesprochen, weil für mich war das. Ja, du wirkst auch im Film sehr souverän die ganze Zeit auch, ne? Dass du halt so quasi über den Dingen stehst, ja, und das Ganze wirklich auch mit Spaß, irgendwie ja, mit Feuerzählen, wie du da rumgesprungen bist. Wenn ich mich jetzt dazu jetzt entscheide, ich war jetzt da, okay, ich fand es alles scheiße, aber trotzdem bin ich Profi genug, um meine Arbeit zu tun. Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau. Dass dann aufgrund deiner Erfahrung vor der Kamera dir es für den Dreh auch zugute kam. Ja, sicherlich. Ja. Und Carsten Frank, wie gesagt, ist hauptberuflich Chirurg. Mhm. Er macht Filme drehen. Hat man als Hobby? Oder? Ich denke mal als Hobby, weil so viel verdienst du damit nicht. Ne? Oh, ja, das ist natürlich sehr. Mhm. Kleinauflagige Filme, das ist richtig. Jetzt, ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwo Kino spielt. Ne? Ich glaube, der Film ist in Deutschland sogar beschlagnahmt, genau. Und ist gar nicht zugelassen. Zensiert. Also niemals im Leben, der zu. Keine Chance. Ja. Findest du das richtig? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Film, Kunst, hast du es doch freiwillig gemacht? Ja. Wenn jetzt die ja auch eingreifen und Filme anfangen zu zensieren, ist so ein Scheiß. Ich meine, der Film ist ja, ich meine, allein wenn du im Fernsehen einen Film siehst, der ist ja geschnitten ohne Ende. Dann hast du aber auch keine Lust mehr, den Film zu sehen. Ja, richtig, wirklich. Dann machst du auch keinen Spaß mehr. Ja gut, Marlon Dora hat ja in seinem Interview gesagt, dass über 40 Minuten rausgeschnitten wurden. Ja. Das heißt, dass es 3 Stunden und lang gewesen wäre, der Film. Ich weiß es nicht, ne? Dann geht er los mit einer Misshandlungsszene von einer Schwangeren, die dann auf dem Fädenboot passiert, im Film halt. Und da wird, glaube ich, auch kräftig dran gekürzt. Mhm. Was war denn so die Szene, die dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, wo du mitgespielt hast? Ja, eigentlich, ich meine, das, was, woran ich mich erinnern kann, ist halt das, was ich dir auch schon erzählt habe. Da war die Vergewaltigungsszene, dann war die Szene natürlich, wo wir da auf der Kirmes rumliefen und ohne Ende. Das war eigentlich am letzten Tag gedreht worden. Ne? Achso, chronologisch war das die Szene, die wir am letzten Tag gedreht haben. Ne? Ja. Und dann halt natürlich die ganzen Szenen da in dem Haus. Ja. Heinrich, mit dem habe ich mich gut verstanden. Ja. Ne? Immer mir viel erzählt von seinem Django-Tag und ganz cool. Und dann natürlich halt die ganzen Szenen, die wir halt immer rumgemacht haben. Aber meistens war ja der Frank damit beschäftigt, eigentlich nicht uns zu filmen, sondern hier die Tiere, das und das und das und die ganzen Zwischenszenen. Guck mal, allein in der Kirmes. Ja, ich habe jetzt den Anfang auch gesehen. Du siehst jetzt mal die ganze Zeit, wo dann halt was reingeschnitten wird und das, ne? Ich meine, der war ja sehr viel allein unterwegs, ne? Ja. Der Frank hat hier immer aufgenommen, da aufgenommen, da aufgenommen. Also war völlig alleine, ganz ohne ganz ohne Team. Also das einzige Team, das war also Frank und dann war er ein Assistent. Okay. Ne? Und das war es dann eigentlich. Und Marion war halt da oder war nicht da, ne? Je nachdem, was er zu tun hatte. Mhm. Ne? Du musst ja auch organisieren die ganze Zeit zwischendurch. Und Marian Dora ist natürlich auch sagenumwoben, würde ich mal sagen, weil sich sehr aus der Öffentlichkeit raushält. Also ich denke, er ist sehr schüchterner Mensch. Ja. Ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Ja. Also der ist nicht so ein, weißt du, ganz schwer. Der ist halt, ich meine, auch wenn du dich mit dem unterhältst und so, ne, der braucht da auf jeden Fall eine Menge Zeit, um irgendwie mit einem warm zu werden oder das und das. Ne? Also ist mehr, so, er möchte lieber im Hintergrund bleiben. Und das Filmdrehen ist seine Hauptarbeit oder macht er auch was anderes wie die Carsten Frank zum Beispiel? Das wusste ich mal, aber das habe ich vergessen. Da hatte ich mal mit Frank drüber gesprochen, aber kann ich mich nicht erinnern. Also bevor ich irgendwie was Falsches sage, ja. Weil der muss ja auch was anderes machen. Ich meine, wie will er sonst halt den Film bezahlen? Da muss ja auch irgendwie Einkommen haben. Und ich hätte hier noch eine Frage, und zwar, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, als der Film anfängt, wird eine Schrift eingeblendet. Ich lese das gerade mal vor. Erzählt wird das, was tatsächlich war, erzählt von dem, den es tatsächlich gab, und der noch unter uns blieb, als er von uns ging.
kannst du was zu sagen? Ob der Film, ja, sind für mich so Anspielungen, als ob der auch eine Ware. Ja, das weiß ich nicht. Halt, wie gesagt, ich kannte das Drehbuch nicht. War ja nicht, dass ich jetzt, pass mal auf, Karin, das ist jetzt das Drehbuch, das ist deine Rolle, war ja nicht so. Ja. Ich hatte ja null Ahnung, was ist die Story. Und dann wurde ja jedes Mal gewechselt, so jetzt drehen wir das. Ich wusste ja auch gar nicht chronologisch, wo wir stehen im Film. Okay. Ja. Welche Szene wir drehen, ist das jetzt die Abschlussszene, das ist die Anfangsszene, ich hatte ja null Ahnung. Ja. Okay, werden wir dich ja nochmal im Film mit Marian Bauer sehen? Wenn er mich nochmal anrufen sollte oder besteht noch Kontakt? Dadurch, ich meine, ich weiß es nicht, weil ich habe ja meine E-Mail-Adresse, habe ich Passwort vergessen und ich komme dann immer rein. Ich muss mal Yahoo anschreiben, okay, dass ich da wieder da rankomme. Aha, aha. Aber vielleicht hat er mich ja nicht. Keine Ahnung. Ja, nee, und zu Carsten Frank, besteht da noch Kontakt? Nee, gar nicht. Ne? Dadurch halt, dass ich auch weg war und das und das. Aber ich könnte wieder in Kontakt treten durch halt Mario. Ne? Ja. Da könnte ich wieder in Kontakt treten. Ich weiß nicht, ich meine, ich muss erstmal den Film sehen. Ich meine, die ersten 14 Minuten fand ich nicht so schlecht. Na, vor allen Dingen mich als Ticketabreißer. Ja, du stehst ja in der Geisterbahne, weißt du so. Genau, genau. Und der Bart hat sich doch, also du siehst jetzt viel jünger aus. Entschuldigung. Ja, also, ja, natürlich so ein Bart, ich meine, das war ja hier so. Ja, ja, richtig. Als ich nach dem Dreh bin ich hierher gekommen zu meiner Schwägerin und meinem Neffen. Ne? Dann der war ja noch so klein. Ne? Und da sah er mich am Morgen. Ich so, hey, Nikolaus ist da. Nikolaus, genau. Sah so aus. Manchmal, wenn er weiß wird, aber es kratzt normalerweise. Ja, so ein Nachwachsen, das ist nicht so. Was vorbei war, ne? Da konnte ich mich endlich rasieren. Ne? Ja. Ich konnte ja die ganze Zeit, musste ich ja mit dem Bart drehen, ne? Beim Porno. Und hier kam der Rocco jedes Mal, kam so und hat sich verarscht, was ist diesen scheiß Bar? Sag ich, du, ich kann den nicht abmachen, weil ich brauche den für den Film. Ja, da haben sich viele drüber aufgeregt. Ja, aber ich dachte, sorry, nimmt mich oder vergiss mich. Das heißt, es gibt kein Nein von dir, wenn eine neue Anfrage gibt. Ja, klar, gibt's ja Nein. Weil jetzt wäre es ja anders, weil ich weiß, wie es ist, was ich erwarte. Verstehst du, da kann ich ja mit ganz anderer Einstellung hingehen als am Anfang. Ja, ja. Und ich denke mal, das ist jetzt, wenn er mich nochmal, wenn nochmal der Kontakt geben würde und der sagt, pass mal auf, ich möchte nochmal, dann denke ich schon, dass das ein besserer Film werden würde, weil ich dann auch dann hundertprozentig hinterstehen könnte. Ne? Ja. Ich kann ja nicht hinter einem Film stehen, wo ich überhaupt nicht weiß, was die Handlung ist, was da gemacht wird. Ich habe ihn noch nie gesehen oder ich war seine Arbeit überhaupt noch nicht gesehen. Ja. Also, wie soll ich dahinter was stehen? Ja. Das ist schon eine eigene Welt, Marian Boras. Ja, ja. Die sind schon eine ganz eigene, sehr, sehr speziell. Eine ganz eigene Welt. Und wenn man einmal Zugang gefunden hat, finde ich, dann kann man da sehr viel rausziehen. Ja, ich habe auch von Frankreich viel erfahren. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Joe D'Amato halt den ganzen Horror-Dinger früher gemacht hat, diese ganzen Italo. Ne? Und er ist ja ein Fan von dem, das war ja unglaublich. Er hat mich gar nicht mal in Ruhe gelassen. Okay. Hat mich gar nicht gesagt, wie ist der Joe? Erzähl mir mal, Karl. Wie ist der? Wie, sag mal, was macht der? Was ist der denn? Ne? Ist der auch hier so Pasta oder was? Oder Frank, bleib mal ruhig. Boah, ich finde so geil, ich finde sogar, sag mal, wie ist der? Ja, leider ist er gestorben. 2010, ne? Also ich habe ihn vorher den noch in Las Vegas getroffen. Ne? Wir waren auf der ABN, ja, auf der Pornomesse, bam bam, ja, und dann bin ich ja nach Los Angeles, er auch. Und dann höre ich dann, dass er am Flughafen von Paris Herzinfarkt bekommen hat. Aber total beschissen. Wir waren echt alle sehr, sehr, sehr traurig. Vor allen Dingen, er war ein Mensch, weißt du? Er war voll geil drauf. Du hast dich so mit dem abgegeiert. Ne? Ja. Er hatte seine Art einfach. Der stand dann, pass auf. Das war Joe D'Amato. Ich gehe hin zu Joe. Joe, Demi. Geh vorbei. Das war er. Ja. Und dann war er immer so. Weißt du, da immer hier, das war eine Zigarette. Und dann saß er dann. Ja, okay. Dann hat er gestern die Kamera gegangen. Hat angemacht. Und dann hast du dann gemacht und er saß dann einfach so ganz, ganz cool. Ganz cool. Und dann gab es dann halt die ganzen einige Darsteller, die mochte er gar nicht, weil die ganze Zeit aufgeregt haben.
Ja, zum Beispiel. Und deine Frau da, auf die du ganz toll stehst, ne? Die hat den auch aufgeregt. Okay, ach, die kann sich auch wie soll. Ja, natürlich. Ich meine, wir haben ja auch für den Film gedreht und alles. Und sie kam jedes Mal. Joe, you want me to be happy? You want me to be sad? You want me to be... Was da? Und dann die ganze Zeit... Ja, und abschließend kannst du vielleicht was sagen über Streitereien zwischen Carsten Frank und Marion Dora? Ja, was heißt Streitereien? Ich meine, es ist ganz normal, wenn du in einem Prozess bist, also wenn du ein Projekt führst, dass es da halt immer wieder Argumente, also Diskussionen gibt. Aber jetzt als Streitereien würde ich das nicht bezeichnen. Naja, aber es gab wohl Probleme wegen dem Schneiden des Films. Ja gut, aber Probleme... Frank wollte, dass noch mehr rausgeschnitten wird. Ja, und noch mehr. Ja, ja, aber es ist halt so, das sind halt künstlerliche... Sag mal, das künstlerische Dispute, aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass die sich da gekloppt haben oder was. Ne? Ich meine, das sind ja Freunde. Ne? Ja. Ja. Auch nach der Film. Ja, klar, ja, ich meine, die kannten sich ja schon, was weiß ich, wie lange kennen die sich schon. Ich sage mal, dass du dann halt mit dem mal, was mach ich, will das? Nee, ich will das drin haben, nee, ist ja logisch. Aber ich denke mal, dass die halt damit umzugehen wissen. Ne? Ja. Ja, dann von meiner Seite aus wär's das. Vielen Dank schon mal. Okay, super. Und vielen Dank. Jo. Machen wir's.